CoreGamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, da bin ich wieder und ich habe mein Inventar geleert, habe hier noch so ein bisschen was eingesammelt. Bin jetzt hier wieder in dem Königspalast. Hol mir hier diesen Schlüssel, Quest absolviert. Wofür auch immer, mir scheißegal. Gucken wir gleich rein. Ja, ihr habt im Prinzip einmal verpasst, wie hier draußen hier rechts seht ihr schon die Leichen. Da haben mich so ein paar Belenanhänger angegriffen. Ein tapferer Hauptmann hat mir geholfen und ja, im Prinzip mehr ist da nicht passiert. Wir gehen jetzt zu Mardi. Ihr wisst schon, die Alte, die uns damals im Bett beigewohnt hat, als wir noch Prinz Eduken waren. Da vorne steht's auch schon. So. Ich habe es gehört. Die ganze Stadt weiß es. Harrowmont ist König. Mein Sohn ist endlich ein Adliger. Danke, Herr. Ich bringe ihn jetzt zum Anwesen der Harrowmonts. Endlich ein ordentliches Bad. Herr, möchtet ihr nicht dem Jungen einen Namen geben? Diese Ehre kommt seinem Vater zu. Ich würde sagen, wir nennen ihn mal Duncan. Duncan? Das klingt irgendwie schön. Das hätte es wahrscheinlich bei jedem Namen gesagt. Die Hexe. So, wir gehen mal eben schnell ins Questlogbuch gucken, was ich da jetzt alles habe. Ach genau, zu Filda muss ich zurückkehren. Ah, guck, ich habe verlorene Dings, okay. Ach super, ich muss noch mal in die tiefen Wege. Mäh. Okay, erstmal noch die Hoffnung einer Mutter. Das war nicht hier. Muss ich mal eben wieder gucken. Nee, okay. Dann gehen wir mal wieder zurück ins Ständeviertel, wo wir gerade dabei sind. So, jetzt kann ich hier mal eben. So, also das und das ist auch Müll. Ach, guck mal. Wie gut sind die? 2. Okay. Ja, die nehme ich dann natürlich auch. Ist leichte Rüstung, oder? Mittelschwere Handschuhe, okay. Nee, die brauchen wir nicht. Weg damit. Schlüssel der Stadt. Mal gucken, was mir das noch bringt. Okay. Machaid brauchen wir nicht mehr. Haben wir noch mal ein bisschen was zu verkaufen. Auch nicht schlecht. Der Stab könnte eventuell was für unsere Morrigan sein. Und Ogryn werde ich, denke ich mal, dann durch unseren altbekannten Nervzwerg. Ja, ich frage das nur. Kennen wir schon. Hau weg die Scheiße. Und wie wir sehen, wir haben einiges an Kohle. Gott sei Dank. Leilana, gucken wir mal. Schnelles Ziehen ist mir hier wichtiger, dass die ordentlich ballern kann. 11,20, aber keine Dings. Ja, nee, Müll. Ja, ich habe zum Beispiel auch schon die Kristalle von Shale verkauft. Weil uns die ja nicht mehr wirklich was bringen. Aber man sieht, ich habe so einiges mal eben aussortiert. Okay. Ja, wir wandern mal eben weiter. Schließen hier ein paar Quests ab. Ne, das ist nur ein Burger. Hätte ja sein können. So, die alte können wir noch nicht abschließen. Das ist nämlich Dagna. So, Filda.
Ihr seid zurück. Ja. Bei all der Aufregung wegen des neuen Königs hatte ich nicht erwartet, dass ihr noch an meinen armen Sohn denkt. Der ist mir zufällig. Wisst ihr etwas über meinen Ruck? Es tut mir leid, Ruck ist tot. Oh, mein armer Junge. Ich ahnte es wohl, aber... Oh, hätte ich ihn doch nur ein letztes Mal sehen können. Hier, das ist das Meisterstück meines Mannes, sein erster Schild. Ich habe niemanden mehr, für den ich ihn aufbewahren könnte. Ich möchte, dass ihr ihn bekommt. Ihr habt für diese Nachricht viel riskiert. Okay. So, wieder eine Quest weg. Dann gehen wir jetzt noch in die Stadt des Staubes, holen uns da das Lyrium für 50 Gold oder so. Hat auch lang genug gedauert, bis wir die Kohle zusammen hatten. Jetzt haben wir fast das Doppelte. Egal. Da vorne ist er. Die Bratnase. Rogak. Wer seid ihr? Ihr seht nicht wie eine Wache aus und das ist keine offizielle Uniform. Beren, ich bin Nyankra-Rechter. Oh, ja, ja. Dann habe das kennen ich wir. Ich möchte erst hören, was ich tun soll. Mensch, zum... Die, wenn ihr könnt es beh- und wenn ihr seine nächste Bestellung bringt, zahle ich euch 20 Sovereigns als Finderlohn. Wie wäre das? Überreden, 50 ist etwas viel, wo ihr doch keine Alternative habt. 40? Ihr feilscht wie ein geborener Händler. Einverstanden. Hier ist das Lyrium. Ihr solltet es vielleicht nicht aus der Kiste nehmen. Ich warte an einer unauffälligen Stelle auf die nächste Bestellung. Sagen wir um die Ecke? Von mir aus. Neue Quest, kostbare Metalle. Noch 40 Gold verloren. Ja, wobei verloren hört sich so schlimm an. Gruppe sammeln und weiterziehen? Jawohl. Bam. So haben wir das auch endlich. Nochmal reingucken in die Quests jetzt, was wir da zu tun haben alles. Kostbare Metalle. Ja, Zirkel der Magie, deswegen, das liegt ja dann auch auf der Kiste. Nach Orta zurückkehren. Warte, die war ja irgendwie in der Halle der Bewahrung oder so ähnlich. Schließen wir auch nochmal eben schnell ab. Schenke, Kirche von Orsama, Halle, Halle der Helden. Aha, okay. Das heißt, das war im Diamantenviertel. Ha, man merkt richtig, dass ich mich in der Stadt echt nicht mehr auskenne. Ist aber auch natürlich bedingt dadurch, dass man das Spiel nur so ein bisschen hier, ein bisschen da spielt, ne? Aber ist ja egal. Rennen wir halt ein bisschen länger in dem Spiel rum. So, Diamantenviertel. Habe ich ja schon einiges platt gemacht, ne? So, dann war das hier irgendwo, ne? Haus Herrimond, bla bla bla. Die Halle der Bewahrung, da ist es doch, neben dem Königspalast. Okidoki. Boah, bist du immer noch hier, weißt du? Erst am Rumjammern, von wegen, ihr macht nichts und jetzt steht sie doof rum. Ja, super. Darf ich mich also freuen, dass alle Nesen lang irgendwelche Buben kommen, denen ich in den Arsch treten muss. Auch gut. Erfahrung. Ja, aber wie gesagt, das mit Shale kam jetzt ein bisschen unerwartet für mich. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja im Verlauf des Spiels einen neuen Golem. Ich habe da jetzt keine Ahnung, wie es da weitergeht. Orta! Ich war in Sorge. Ich wusste nicht, ob ihr überhaupt zurückkommen würdet. Habt ihr Unterlagen gefunden? Irgendeinen Hinweis auf den alten Ortenteig? Ich hab die Unterlagen dabei. Ihr habt sie gefunden?
Lasst mal sehen. Das ist der Name meiner Urgroßmutter. Und ihr Mann. Oh, bei den Ahnen. Sie sind es. Ich bin es. Ich bin eine Ortin. Oh, danke. Ich muss sie sofort zur Versammlung bringen. Dort findet ihr mich. Sobald sie anerkannt sind, gebe ich euch alles, was ihr wollt. Okay. Darf ich dir jetzt auch noch hinterherlaufen? Oh, hey, Leute. Sinnloses Hin- und Hergelaufe hier. Was willst du denn? Ach so, Stellvertreter irgendwas. Okay. Mal gucken, ob wir gleich wieder ein bisschen Spaß kriegen mit irgendwelchen Hinterhalten. Aus der Erinnerung verschwunden. Suche in der Versammlung Orte auf. In der Versammlung? Moment mal. Wo ist die Versammlung? Ach, Kammer der Versammlung. Da ist sie doch. Direkt nebenan. Mein Gott, wir sorgen hier für Umbrüche in der Stadt. Das gibt's ja gar nicht. Wir bewegen mehr als so Leute in 100 Jahren. Ich heiße Orta, nach dem alten Haus Orton. Wir haben unseren Sitz zurück. Und es gibt Unterlagen darüber, welche Häuser dem Haus Orton noch Geld schulden. Oh. Eines Tages werde ich mich für eure Dienste angemessen bedanken können. Ich weiß nicht, ob es noch ein Vermögen gibt, aber was ich auch bekomme, ihr könnt so viel davon haben, wie ihr wollt. Ich muss jemanden finden, der danach sucht. Am besten eine ganze Expedition. Wenn es den Teig noch gibt, gibt es auch noch mehr. Das Haus Orton wird eure Güte nicht vergessen. Klang das nicht ganz offiziell? Boah, sie hat's voll drauf. Ja gut, 5 Gold immerhin. So, haben wir das auch fertig und wir müssen ja nochmal in die tiefen Wege. Haben wir eben festgestellt. Herrgott, hier diese Lavabecken finde ich sehr, sehr geil. Also die Zwerge verstehen schon was von Optik, ne? Okay, alles ein bisschen hart, ne? Vor allem, wenn man drauf schläft und so, aber... Ja, das ist doch schon ein alter Hut schon wieder, Leute. Okay, Städteviertel und von da aus können wir nochmal in die tiefen Wege rein. Muss ich mal gucken, wo genau wir da was haben. Stand ja irgendwas vom Ortenteig. So, können wir hier wieder lang... Salve Augustus, ich schon wieder. Ab geht's, ja. Ich sollte mir erstmal wieder noch ein 4. Teammitglied holen. Ich Depp. Kann ich das jetzt machen? Ja, es geht. Sehr schön. Also, wie gesagt, Ogryn, du... ja, du bist der Donnerkiesel, ist schon klar. Ja. So, da haben wir das dann wieder. Natürlich, Morrigan und Dings haben jetzt Level-Ups, nicht gerade wenig. 1, 2 werden sie wohl haben. Stärke, Geschicklichkeit brauchst du gar nicht. Willenskraft ein, Magie ein und wir hauen mal ein bisschen Leben hoch. Bei dir gehen wir mal auch ein bisschen mehr auf Kampftaktiken. Ich weiß jetzt nämlich gerade nicht, ob das... Eigentlich nicht, ne? Scheiße. Nochmal zurück. Dann machen wir das nicht. Dann sorgen wir dafür, dass du mehr Aktionen ausführen kannst. Das ist bei dir auch schon mal nicht verkehrt. Was machen wir bei dir? Schock. Steinfaust. Geschoss aus Stein, bla bla bla. Ich neige zu... Okay, das können wir noch nicht. Ich neige... Komm, hier werden eigentlich zu Schock. Falsch. Richtig. Alistair, alte Brunstsäge. So. Dich hauen wir natürlich wieder ein bisschen auf. Eigentlich hauen wir dich... Wir hauen dich nur auf Konstitution. Du brauchst dringend mehr Leben, mein Freund.
Kampftaktiken hat er. Okay, dann halt mehr Taktikfelder. Auch nicht verkehrt. So. Hier können wir nichts machen. Ach Gott, da werde ich wahnsinnig wieder bei. Gebiet säubern. Ja, komm, hier, dann machen wir da einen rein und wir machen in mentale Festigung einen rein. Mentale Widerstandskraft Boni hört sich ja nicht verkehrt an. So. Dann, blöp. Neue Rüstung und so weiter haben wir nicht. Wir haben aber einen neuen Schild, den ich nicht verkehrt finde. Der Stab der dunklen Brut kann weg. Okay. Nicht schlecht. Ja, siehst du, die Schilde sind alle beide scheiße. Können beide weg. Rüstungstechnisch kann er wieder nichts tragen, weil er zu wenig Stärke hat. Fein. Minus 1 Klugheit, das Ding ist eigentlich voll Müll. Weg damit. Geschmuggeltes Lyrium. Okidoki. Dann haben wir das alles. Da sind, ist unsere Gruppe wieder mal bereit. Karadin Orten. Also rechts davon. Okay. Sobald wir drauf sind, gehen wir nach rechts und dann wird das schon passen. So. Ach, in Dennering geht's auch gerade wieder ab. Schön. Neuigkeiten, Sir. Das Benorn verlangt, dass ihr von der Regentschaft zurücktretet. Es heißt, sie sammeln ihre Truppen, genau wie eure Verbündeten. Es wird wohl zum Bürgerkrieg kommen, trotz der dunklen Brut. Zu schade. Da wäre noch ein interessanter Bericht. Einige graue Wächter haben wohl Ostergar überlebt. Ich weiß nicht wie. Sie werden gegen euch vorgehen. Ich habe etwas vorbereitet. Eine Lösung. Mit eurer Erlaubnis. Die Krähen von Antiva entbieten euch Grüße. Ein Meuchelmörder? Gegen graue Wächter brauchen wir die allerbesten, Sir. Und die teuersten. Erledigt es einfach. So, damit ist der beste Meuchelmörder überhaupt auf uns angesetzt. Ausgezeichnet. Severin Aranyai oder so ähnlich. Könnt ihr wie üblich nachlesen auf der Codex-Seite, wenn ihr Bock drauf habt. So, wo genau muss... Ach, da muss ich hin. Okay, das ist ja gar nicht so weit. Geil. Viele Geschichten über verlorene Könige, die in ihr Heimatland zurückkehren und dort ruhmreiche Herrscher werden. Nicht einmal ein König. Und ruhmreich ist dann mir schon gleich überhaupt. Mareks Sohn und damit der rechtmäßige König von Ferelden. Ich bin der Sohn einer adelfixierten Dienstmagd und eines untreuen Mannes, der zufällig König war. An manchen Tagen bin ich froh, wenn ich der Stiefel an welchen... Jeden Tag werden bodenlose Narrenherrscher irgendwelcher Königreiche. Und so bodenlos seid ihr gar nicht. Welch enorme Erleichterung. Und keine Sorge wegen der Stiefel. Könige müssen sich nicht selbst ankleiden. Dafür gibt es Berater, oder etwa nicht? Und offenbar adelfixierte Dienstmägde. Ist schon lustig, was der sich für einen Kopf macht hier. So, Quest absolviert, okay. Ja, das hier, das könnte, da könnt ihr mir gerne haben, ihr Nieten, ihr... So, hier, Quest.
So, okay. Ja, das haben wir noch in Denerim. Das haben wir auch später noch. 10 Lyrium-Tränke, okay. Wo wir gerade dabei sind, da fällt mir was Tolles ein. Wo haben wir sie? Morrigan, Tränke, mixen. Also 3 können wir direkt schon machen. Die machen wir auch. Zack, so. Ja. Was, wie viel Lyrium-Tränke haben wir denn? Das ist ein schwacher, das ist ein normaler. Haben wir sie ja bald zusammen. Fehlt uns nur noch einer. Nice. Mal gucken, vielleicht kaufen wir den auch. Dann können wir den der Gemeinschaft der Magier auch direkt wieder was in die Hand drücken. Ich muss wirklich jetzt aufpassen, was ich als nächstes mache, weil das, was mit Shale passiert ist, könnte auch durchweg noch mit anderen Charakteren passieren. Und bei meinem Glück könnte es sonst passieren, dass wir irgendwie nur noch 4 Leute am Ende haben oder so. Schauen wir mal. Ja, aber das mit Shale ärgert mich jetzt schon ein bisschen, ne? Also hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es nicht gemacht. Also Leute, wie gesagt, wenn ihr wie ich sehr auf Shale fixiert seid als Tank, nicht machen. Das ist eine dumme Idee. Mal gucken, wie gesagt, vielleicht kriegen wir noch einen zweiten Golem oder neuen Golem, dann okay, ist das in Ordnung. Aber ansonsten, nein. Ansonsten ist es einfach nur scheiße. So. Südalle. Dann können wir Orsama auch erstmal verlassen. Dann werden wir mal ins Lager reisen. Da wird, denke ich, mal eine Menge passiert sein. Hoffe ich doch mal. Halle der Helden, geh weg. So. Ja, du mir auch. So. Ich glaube, wir können von hier aus direkt, ne? Ferelden? Ja, können wir. Sauber. Brauchen wir nicht erst zum Eingang laufen. Lager der Gruppe, bitte. Ja, Bonus auf seinen Angriff ist gut. Die Verderbnis. Wie wollt ihr sie beenden? Wir bitten die dunkle Brut höflich darum, zu gehen. Wir müssen gegen den Erzdämon kämpfen. Ist das alles? Er ist umgeben von einem Meer aus dunkler Brut. Wie wollt ihr ihn erreichen? Und wenn ihr dort seid, wie wollt ihr ihn dann erschlagen? Mit Mama! Ihr sagt, ihr wärt ein grauer Wächter. Ich habe schon Geschichten über diesen Orden gehört. Was habt ihr denn gehört? Große Strategen. Und unüberwindbare Kämpfer. Das erzählt man sich von den Grauen Wächtern. Bisher bin ich nicht sonderlich beeindruckt. Ich bin noch neu bei den Wächtern. Wollt ihr diese Ausrede auch dem Erzdämon vortragen? Oder den Opfern, die ihr bis dahin fordert? Ja, Stan ist hier gerade schon wieder sehr, sehr nett zu uns. Ihr habt gerufen... Ey, ich will nicht mitreden, Horb. So, weil wir schon mal hier sind, können wir direkt erstmal den ganzen Levelaufstieg-Kram machen. So, du bist ein Damage-Dealer, deswegen erstmal schön auf Stärke. Schön auf Willenskraft und auf Konstitution. Dann nochmal so und so. Das hast du schon fertig, deswegen machen wir das. So, hier, das können wir machen und das können wir machen.
Das ist passiv, deswegen machen wir das auch. So, ich bin kurz vorm Level Up. Nice. Leilana hat kein Level Up. Ogryn hatten wir ja verteilt. Morrigan auch. Alistair auch. Stan. Der Hund hat noch ein Level Up. Ein paar sogar. Okay. Der hat ja mehr als genug Komm, wir nehmen hier zerfetzen. Hört sich gut an. So. Damit hätten wir das alles fertig. Oh, Leute. Ich will noch hier. Ja, okay, dann kriegst du das. Ach, Mist. Das ist ein einfaches, ne? Ja, ist es. Du kriegst den Hammer, kriegst du. Oh doch, nein, du kriegst nicht den Hammer. Den Hammer kriege ich ja. Hiervon kann er wieder nichts tragen, die alte Bratnase. So, hier, dann kriegst du das Ding auf jeden Fall. Okay. Weiter geht's im Text hiervon, nein. Leilana, Ogryn, Morrigan, Alistair. Die grüne Klinge hat jetzt einen, ne? 9, irgendwas. Dafür fehlt ihm Stärke, okay. Dann rüste ich da erstmal ein bisschen auf hier. Wobei, wir quatschen auch nochmal eben mit Morrigan. Ist ja doch wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe die gute Dame lange nicht gesehen. Es ist kalt in meinem Zelt, so ganz allein. Okay. Und was soll ich dagegen unternehmen? Nun, ganz zufällig scheint ihr ziemlich warm zu sein. Dann will ich mir mal euer Zelt mal ansehen. Ihr kommt also in mein Zelt? Aber was sollen wir in der Enge tun, während wir darauf warten, dass es wärmer wird? Mir fällt sicher was ein. Gut, dann lasst uns keine Zeit mehr mit Geschwätz vergeuden. Okay, ich muss sagen, das ging jetzt schneller als erwartet. Dieses Bild sieht so falsch aus. So, diese Folge muss eine Freigabe FSK 18 kriegen. Wobei es nicht so schlimm ist wie bei Witcher. Die Geschichten über die Ausdauer der Grauen Wächter sind also nicht übertrieben. Oh la la. Das sagt ihr doch nur so. Gar nicht. Es gibt da zahlreiche Legenden über die Helden wie Garahal, die zugegeben ein wenig schmutzig sind. Natürlich bleibt die Frage, ob der Grund für diese Ausdauer die Verderbtheit ist oder ob graue Wächter von Natur aus so überaus standhaft sind. Alter, ohne Scheiß, wie in Game of Thrones hier gerade. Ich würde gerne glauben, dass beides stimmt. Natürliche Fähigkeiten, die eine dunkle Macht noch verstärken. War das ein einmaliges Ereignis? Das überlasse ich ganz euch. Aber ihr sollt wissen, dass ich euch nicht vereinnahmen möchte. Ich erfülle nur meine Bedürfnisse. Und wenn ihr dieselben habt, soll es mir recht sein. Wie nett. Und wenn ihr unser kleines Abenteuer nicht fortsetzen wollt, ist mir das auch recht. Ganz einfach, oder? Und was ist mit Liebe? Spielt sie dabei keine Rolle? Ah, jetzt macht ihr durch schmutzige Worte die Stimmung kaputt. Dummer Mann. Kommt, gehen wir, bevor die anderen anfangen zu glotzen. Zu spät. Ihr steckt wirklich voller Fragen. Ja, ist gut. Wir lagern. Es kann also gerne auch gleich sein. Wir probieren unser Glück. Was war das?
eine seltsame Besprechung, wenn ihr dabei so auf Tuchfühlung gehen müsst. Habt ihr etwas dagegen? Nur wenn ihr aufhört. Zack, Morrigan stimmt zu. Sauber! So. Ja, dann hören wir mit diesem Techtelmechtel hören wir dann auch auf in dieser Folge. Und ich sage zu euch, see you guys! Und schaltet nochmal ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Dragon Age Origins. Wenn wir uns dann zum Zirkel der Magie begeben. Bis denn, tüdelü! Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.